Wenn sich wilde junge Städter in aufgeräumte Schrebergärten verirren, dann kommen sie den anderen ja dort durchaus schon mal wie Außerirdische vor. Wenn die dann allerdings auch noch beschließen, in ihrer Parzelle für etwas Platz zu machen, das dort noch nie jemand gesehen hat, dann ist es umso verständlicher, dass dort manche glauben, die kommen wirklich von einem anderen Stern. Es ist gelandet. Etwas versteckt in einer Schrebergartenanlage in Ochsenwerder steht ein fremdartiges Objekt. Fliegen kann es nicht, aber man kann darin wohnen. Das A-Modul, so heißt das futuristische Gebilde. Wie ein reguläres Schrebergartenhaus hat es 24 Quadratmeter Wohnfläche. Erdacht und erbaut hat es der Künstler Lothar Matejat. Wann immer der 51-Jährige Zeit hat, lebt er mit seiner Familie in dem Haus, arbeitet hier an Musikprojekten. Das Raumgefühl ist natürlich etwas ganz Besonderes. Du hast keine Winkel, keine Ecken, keine Kanten. Es ist alles rund, wie in einem Raumschiff praktisch, wo man gelandet ist in der Natur. Das A-Modul ist 4x6 Meter groß, eine Tonne schwer und transportabel. Es steht auf Stelzen, damit die Luft zirkulieren kann. Über ein Jahr hat der Künstler nach einem Standort gesucht. Also nicht jeder Verein war gleich begeistert. Viele haben gesagt, sowas wollen wir hier nicht haben, also das geht gar nicht und so. Und hier ist das wirklich super entspannt gewesen. Die Leute haben sich gefreut, ist ja auch alles Handarbeit. Und dann gibt es jetzt auch mittlerweile so eine Art Modultourismus. Insgesamt 3 Jahre hat er mit Freunden gebaut, die Arbeit mit der Kamera dokumentiert. Es muss aufgebracht werden, es wird nass gemacht, es wird gebogen, es wird wieder abgenommen, es wird wieder aufgebracht. Es muss millimetergenau, ganz präzise gearbeitet werden, dass du keinen Verzug hast. Das ist auch wie im Bootsbau oder im Flugzeugbau Präzisionsarbeit. Hier ist vor 5 Jahren die Idee entstanden, in Lothar Matejats Atelier in der Sternschanze. Er malt, macht Film- und Musikprojekte. Ein A-Modul ist aus meiner Malerei entstanden, aus dem System der Form, wobei ich mich konzentriert habe auf zum Beispiel derartige Elemente. Ovale Formen, von der Malerei in Architektur übertragen. Das A-Modul hat ungefähr so viel wie ein Mittelklassewagen gekostet, die Arbeitszeit nicht mitgerechnet. Aber mit viel Potenzial für die Zukunft. Ja, natürlich wünsche ich mir, dass viele Hütten gebaut werden. Die Bauvorschriften für Schrebergärten sind vor 5 Jahren ungefähr geändert worden. Das heißt, man kann 24 Quadratmeter bauen, auch egal wie. Es muss nur der Verein damit einverstanden sein. Der Traum des Künstlers ist es, das A-Modul in Serie zu produzieren. Es kann also gut sein, dass noch mehr UFOs ihren Weg in die Schrebergärten finden. Ja, mal schauen.